Damit begrüße ich euch ganz recht herzlich zu einer ganz neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wie ihr heute sehen könnt, wir fahren eines der schönsten Fahrzeuge meiner Meinung nach, die es so im Bussektor gibt, von MAN. Ja, der New Light City als 12-Meter-Bus, zwei Türen, Innenschwenktüren, Druckluft. Auf der Map Ruhrgebiet, deswegen auch das westliche Repaint. Ich finde, das sieht eigentlich ziemlich schnieke aus. Also schick. Ja, mir gefällt's. Und ohne groß viel zu schnacken, steigen wir in den Bus ein. Oder bevor wir das machen, Ankündigung vorweg. Heute wird es sich nicht um diesen Bus drehen, sondern um die Map selber. Denn ich bin derjenige, der gerade daran arbeitet, die Ansagen für das Ruhrgebiet komplett zu überarbeiten. Und deswegen ist es ein Work in Progress Video, beziehungsweise ein Vorstellungsvideo der neuen Ansagen, die dieses Jahr wahrscheinlich veröffentlicht werden könnten. Natürlich, die Webseite zu diesem Thema findet ihr unten in der Videobeschreibung, OMSI Webdisk. Genau, und wir werden heute uns mal die Ansagen anhören. Auf der Linie 252. Die geht ungefähr, keine Ahnung, wie lange geht die? 40 Minuten. Auch schön, dass wir hier keine Pause haben. Egal. 40 Minuten, 50 Minuten. Also ein Stundenvideo, ja super. Ich habe ja sonst nichts zu tun, ne? Deswegen, ja, los geht's. Aufrüsten, wir haben keine Druckluft. Das heißt, es wird gleich laut. Piepen! Motor an. Na, nervig. So, wenn ich noch diesen Code wüsste, ne? 210... Ich weiß es nicht. Wo ist das? Leute, ich guck noch mal nach, wie der Code war. Das cutte ich mal ganz kurz raus. Bis gleich. So Leute, ich hab's rausgefunden. Ja, endlich hat er auch mal Luft bekommen. Das ist schön. Ist halt nicht immer einfach, ne, das herauszufinden. So, ich, wie schon gesagt, 252. Route wahrscheinlich die 2. Was soll es sonst sein? Als ob das nicht die Route 2 war. Als ob das nicht die Route 2 war. Super. Also noch einmal. Gott, wie ging denn das hier? 1. Hier, Hermannschule. Hermannschule. So, habt ihr es gehört? Die Ansagen? Ich hoffe, die kann man wenigstens noch ein bisschen hören hier bei dem Bus. Die sind nämlich ein bisschen leise. Es hängt natürlich auch vom Bus selber natürlich ab. Deswegen, ja, passt schon. Würde ich sagen, machen wir das so hier. Die stemmen auf Automatik. Heizen. So. Der Bus hat natürlich auch noch ein bisschen Soundmod bekommen, also motortechnisch, der Rest ist so geblieben, ne? Aber ich würde sagen, wir fahren erstmal vor, ne? Ich habe mich jetzt hier erstmal zwischen so zwei Garagen hingestellt, so. Zum Spawnen natürlich. Fand ich das ganz nett. So. Oh Gott, die Bremsen sind ja gewöhnungsbedürftig, meine Fresse. So, die 13 Minuten, die können wir ja auch vorspulen jetzt. Also, 1, 2, 3. Achso, ja, dann sind es 23. So. Stimmt das denn jetzt? Ja. Na, fast. Hi. Können wir noch ein bisschen vorspulen. So. Manfred ist drinne. Ihr wisst, was das heißt, wenn Manfred einsteigt. Gott, welcher Knopf war denn das jetzt? Der hier? Nein, das war's Rollo. Achso, das ist mit der Hand. Ja, das ist ungewöhnlich hier. Dann sitzt der auch noch hinter uns. Ich glaub's ja nicht, ey. Ja, nützt ja alles nix. Fahr mal mit offenem Fenster erstmal. So. So. Losfahren, würde ich sagen.
hier rumkommen. Als ob. Als ob. Hört ihr das, Leute? Oh, warte. Wenn ich das Lenkrad... Ja. Ich glaube, die Busfreaks wissen, was ich meine. Oder was das ist. Die wissen es. Für die, die es nicht wissen, Pech gehabt. Fragt Leute, die sich damit auskennen. Also nicht, dass ich es nicht mehr weiß, ne? Aber ich hab's vergessen. Ich weiß, was es ist, aber ich hab's vergessen. Oder sag mal so, ich kann's sehr schwer erklären. So. Weiter geht's. Wir haben nämlich schon ein bisschen noch was vor uns hier, ne? So ist es nicht. Rechts vor links. Ich müsste mich mal eigentlich hinten hinsetzen, aber das sind die Ansagen ja auch nicht so viel lauter. Passt schon. Ja, das ist die Linie 252 von der Hermannschule, ne? Bis zur Bucher Straße. Kennt man eigentlich. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hi. Wir haben eh genug Zeit, von daher kann man sich da mal hinsetzen. Hierhin würde ich sagen. Passt schon. Aber da sehe ich nichts. Na dann so. Ups. Nächste Haltestelle. Brunnenstraße. Doch noch woanders hin. Ich finde keine gute Sitzposition. Vielleicht diese noch, aber. Dass man auch vielleicht der Anzeige ein bisschen sieht hier. Es geht ja nur um die Ansagen, wie gesagt, Leute. Hört es euch einfach an. Was ist das denn für ein Dude? Geil. Finde ich gut. Ja, komm, tschüss. Mach ich weg. Ich glaube, ich setze mich lieber doch hier wieder hier hin. Ja, hier hin. Nein, hier hin. Da hört man es am besten, glaube ich. Nächste Haltestelle? Ja. Schwedenstraße. Wie gut, dass sie auch reinpasst. Na, sitzen wir mal hier. Mal gucken, wie das ist. Wie auf einer Achterbahn hier. Na, da ist am schlechtesten, glaube ich. Wir bleiben einfach hier und fahren. Ja, so. Gott, wie ist denn der Spiegel bitte eingestellt? Ist ja furchtbar. Das geht natürlich gar nicht. Das müssen wir ändern. Hallo, Busfahrer. Ja, ja. So. Noch ein Stück.
Ja, so geht. So kann man es machen. Na, vielleicht ein bisschen runter noch. Ach, geht gar nicht runter, bloß links. Ah, schade. Na gut. Oder? Der ist in Ordnung. Ja, der ist in Ordnung. So. Seht ihr, Leute, ich hab's doch gesagt, wir können uns Zeit lassen, wie wir wollen. Wir sind pünktlich. Also relativ. Hätte ich mir vielleicht doch einen anderen Bus aussuchen sollen, ne? Egal. Also, Stopp. Haben wir gemacht, wie ihr gesehen habt. Es war knapp. Passt. Jetzt sind sie noch 50, ey. Jetzt geht die Heizung an. Motor aus. Startstoppautomatik. Als ob ich den reinlassen würde. Hätte er locker geschafft, Leute. Ich sag's ja. Ja, die wilde hat schon. Ja, und das, was ihr an Ansagen hört, das ist wie gesagt immer noch Work in Progress. Also macht euch keinen Kopf drum. Das wird alles noch schön. Mal abgesehen davon, dass das gerade vielleicht ein Viertel oder noch nicht immer der Linien schon fertig sind, ne? Und dann soll das dieses Jahr noch fertig werden. Dann kann ich euch vielleicht schon sagen, ja, Quartal, Sommer oder Herbst vielleicht. Ja. Müssen wir mal gucken. Eine Abstimmung läuft ja auch noch. Das sind, glaube ich, 5 Linien, habe ich da zur Verfügung gestellt, die man sich wünschen kann. So als Test, ne? Worauf man halt so Bock hat. Los, fahr. Heizung wieder an. Kommst mal hier hin. Also die Bremsen, die sind krass. Ja, ja, hau ab. Meine Fresse. Hätte man weiter vorfahren können. Ich finde es so schön, dass der Bus eine Start-Stopp-Automatik hat. Ne? Nämlich nicht. Die Start-Stopp-Automatik ist bescheuert. Aber Haltestellenbremsen automatisch, die ist gut. Und der Motor weiß auch nie, was er will. Kannst du dich jetzt mal entscheiden? Es geht ja wieder aus. So, erstmal Grüße an Marius 68. Auf der Minimap zu sehen. Umweltzone. Lange Straße.
Das Spiel hängt sich immer dann auf, wenn die Heizung angeht, ist mir gerade aufgefallen. Ja, mal gucken, ob das wirklich so ist. Beim nächsten Mal. Jetzt ruckelt es natürlich ein bisschen, weil wir jetzt Richtung Oberhof bzw. Goetheplatz kommen. Da ist es ein bisschen größer dort. So, da war wieder mal Werbung für Lotus. Seht es euch an. Das Spiel ist nach wie vor scheiße, wenn man mal ehrlich ist, ne? Da ist nichts mit OMSI 3. Also wenn ihr mich fragt, das hat nichts mit OMSI 3 noch zu tun, das Lotus. Also so wie der Stand jetzt ist, das ist für mich noch kein OMSI 3. Ne. Zentralfriedhof. Abgesehen davon, dass es ja eigentlich eher ein Straßenbahnsimulator ist. Also eigentlich, ne? Und die Module, die man sich sauteuer dazu kaufen kann, um Bus fahren zu können, ja. So, wir sind immer noch pünktlich. Das ist gut. Nächste Haltestelle. Talstraße. Solange die Ansagen funktionieren, bin ich ja happy. Das ist halt nämlich der Grund, warum wir heute mal wieder was aufnehmen. Beziehungsweise es war mir sehr wichtig. Warum geht denn in den Leerlauf? Will ich nicht. Oh, Benz. Ginkos. Hallo. Hi. Wir hatten gedrückt und ist nicht ausgestiegen. Ja, hast du jetzt heilig überlegt. Du wolltest gerade schwarz fahren. Ich hab's doch gesehen. Hä? Hat er nicht gerade das Ticket genommen? Kapier ich nicht. Egal. Ey, die Karre losfährt, ne? Der Motor muss erstmal an. Da muss ich die Haltestellenbremse lösen. Ach du Scheiße. So, warum hier keine Ansage kommt, das ist, seitdem es das DLC gibt, da kann ich auch nichts machen. Das ist und bleibt halt eben so. Vielleicht muss man mal jemand in der AI-Liste gucken, weil meistens ist ja die AI-Liste, Sache schon. Oder? Nee, doch. Nee, die Hofdatei ist meistens dran schuld, weil da irgendwas falsch eingetippt worden ist. Wer weiß, wer weiß. Goetheplatz. Gut, die biegen alle ab. Vielleicht bekommt man ja irgendwo noch ein schönes Bildchen. Ich weiß nicht. Vielleicht so im Kreisel? Vielleicht. Ja, machen wir mal, ne? Wir haben ja Zeit genug, um Bilder zu machen, von daher. Können wir x-beliebig Bilder machen hier. Wir können ja uns einfach rausbeamen. So wie eben. Als ob keiner mit will. Da hinten kommt noch ein Benz. So, wenn der Milfoy hat der Pech gehabt, das muss er sich beim nächsten Mal eher überlegen. Schon ein geiler Bus, Leute, wirklich. Jetzt bin ich zu früh, oder was? Nee, ne?
Marius 68 scheint wohl eine SB 36 zu fahren, weil der fährt nämlich über die Stadtbad. Beziehungsweise über die Brandplatz, das ist nämlich hier unten. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt, als wir Stadtrundfahrt gefahren sind hier im Ruhrgebiet. Das waren noch Zeiten. Vor 2 Jahren, ne? Das ist ein bisschen her. Das habe ich gar nicht gehuckt, ups. So, und dann haben wir hier noch einen Neoplan, das ist auch geil. 255. Ich stelle mich einfach jetzt ganz vorne hin, weil es kommen da bestimmt noch andere Busse. Ach, was soll's, die Linke mal auch machen. Ja, ja, warte doch mal ab. Meine Fresse. Senkt er sich ab? Ja, das senkt sich ab. Wunderschön. So eine Tagesgrade zum Tagespreis hätte ich gerne. Ja, aber gerne, Manfred. 7,10 Euro? Junge. Schönen guten Tag, Herr Busfahrer. Doch. Sieht schon geil aus. Guten Tag. Schon ein bisschen weit runter. V für die Westische. Einen Kinderfahrschein bitte. Ja, ja. Einen Inder-Fahrschein bitte. Als ob der Drucker keinen Sound hat. Willst du mich verscheißen? Oder um sie ist buggy. Ich weiß nicht. Das ist ja nicht untypisch. Normalerweise hat man hier auch immer Fahrzeitpause, aber warum das jetzt hier nicht ist, wer weiß. Hier stehen auch die zig verschiedensten Busse hier. Wenn der Dude nicht im Weg stehen würde, hätte ich ja ein Bild gemacht, aber nee. Das macht die Heizung wieder volle Pulle, weil die Türen offen waren. Haltestellbremse wieder bitte rein, danke. Ah, die brauchen wir doch nicht mehr. Na los. Oh, noch ein alter Zitaro. Jetzt hören wir die Ansagen gar nicht mehr. Toll. Rein theoretisch müsste die Heizung anbleiben, wenn der Motor ausgeht. Nur will er jetzt nicht ausgehen, das ist ja auch gut. Moment mal, hatten wir jetzt doch Standzeit oder was? Oh nee, ne? Nee, ne? Ja doch. Wobei... 43, 45. Dann ist ein 45. 45 soll mehr als Nord sein, wir haben noch nicht mal 42. Und 43 hätten wir Oberhof sein sollen, ja, super. Können wir vorspulen jetzt. Auf 44 würde ich sagen, ne? So, passt schon. Seht ihr? Eine Minute haben wir noch. Weil es so schön war, noch einmal absenken. Oh Gott sei Dank, das Manfred jetzt draußen. Es hat so gestunken. So, was haben wir hier? Oh, schick. Rengeldorfer Straße.
Ich würde mich ja gerne hinten hinsetzen, aber das Problem ist, jetzt kommen wir an eine Engstelle. Wo man ziemlich viel aufpassen muss jetzt bei Gegenverkehr. Nee, die Heizung geht der Zache aus. Hätt's gedacht. Ah nee, die bleibt jetzt auch aus, denn da war sie ja fertig. Was ein Zufall. So, einmal hier rum. Das ist einer meiner Lieblingsstellen hier. Auf der Linie. Was geht jetzt mit an? Ja. Fahr halt einfach vor mir rein. Ha, Oma wird sich freuen, ja. Hallo? Hi. Ich glaube, das versteht die nicht, wenn ich sage hi. So jung sind die alten Leute da doch nicht mehr. Diese Aussage macht sowas von keinen Sinn. Schön. Das mit dem Komfortblinker ist. Das mit dem Komfortblinker ist schon geil, aber irgendwo auch nervig, ne? Wo habe ich denn letztens gesessen? Wahrscheinlich hier, aber das bringt mir jetzt nichts, weil ich nichts sehe. Weil die Hütte, warum auch immer, so voll jetzt ist. Könnt ihr mal alle aussteigen, bitte? Ja, einfach bremsen, nicht weisen, dann steigen sie von selbst aus, aber. So, haben wir hier eine Autobahn hier, oder was? Zu Fuß sind wir auch. Das heißt, das können wir uns mal jetzt angucken hier. Geil, kann man sogar drüber gehen. Gladbeck, Gladbeck. Autobahn zu Ende, okay. Und hier beginnt die Autobahn. Interessant. Also mitten an der Autobahn wohnen wollen, ich weiß nicht. Hat zwar eine Schallschutzmauer, aber die, ob die wirklich was bringt. Wer weiß. Hm, vielleicht können wir hier noch ein Bild machen. Gefällt mir. Schöner Bus. So, Motor an. Ich habe gerade gesagt, Motor an und ich wollte aufs Gaspedal drücken, aber das hat das von selbst schon gemacht. Geil. Na, vielleicht kann ich mich jetzt doch da hinsetzen. Bitte. Ja, es geht. Nächste Haltestelle. Waldenburger Straße. Ich würde mir vielleicht für den Bus noch andere Shepper-Sounds wünschen, aber sonst gibt's bestimmt was, das kann man bestimmt selbst machen. Einfach aus einem anderen Bus nehmen und gut ist. Oder ich glaube, ich mache das so, immer wenn eine nächste Ansage kommt, drücke ich F2 und dann sitze ich dort. Da hört man es am besten. Ist auch keiner. So. Nächste Haltestelle. Görlitzer Straße. Görlitzer Straße. Haltestellenabstände sind hier wieder für ein paar Meter gehalten worden. Fährst du mal kurz ums Eck die nächste Haltestelle? Hat sich die Kurzstrecke immer voll gelohnt? Ist halt kein Scheiß, ne?
Ja, das ist super. Fahr bitte. Bahnübergang. Da vorne. Ich habe das Gefühl, immer die geilsten Momente kommen dann, wenn ich einfach so spiele und das nicht aufnehme. Weil letztens kam hier nämlich ein Zug. Also richtig Billo-mäßig. So. Nächste Haltestelle. Hürkamp. Hürkamp. Oh, Gegenbus. Gegenkurs. Was haben wir denn da? Noch ein MAN? Nehmen Benz. Okay. Schön. So, Scheiß auf rechts vor links. Nächste Haltestelle. Schräger Garten. Schrebergärten. Die biegen alle ab. Hier beeile ich mich mal lieber. So gut es ging. Was soll das denn jetzt heißen? Geil, wir haben kein Scheibenwaschwasser mehr. Das ist ja wundervoll. Kann ich das fixen? Nö, schade. Tach. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal hier, dass das Scheibenwaschwasser leer ist. Ja. Ist auch ein geiles Wortspiel, ey. Die Hütte ist aber, wie gesagt, gut Besuch hier, ne? Nächste Haltestelle. Clara Straße. Wagen hält. Hey, das dort oben blinkt, das finde ich cool. Jetzt blinkt es nicht mehr. Ich muss mal kurz hier hin. Der biegt ab. Scheiße. Verdammt. Ich fahre einfach. Ich bleib noch stehen schon. Siehst du? Hab ich doch gesagt. So, Leute, seht ihr, was ich meine? Es wird nicht ganz ohne hier. Los, verpiss dich. Wo kommen denn die jetzt alle her? Zu früh sind wir auch noch. Ja, super. Ups, da war ein Auto. Schön. Diese Stille, wenn der Motor aus ist. Schön. Auch schön, wie der Motor so wankt, wenn er sich startet. Das entspricht halt komplett dem Realismus. Das finde ich toll. Los, trödel nicht.
manche schon tot sind in dem Auto, ey. Geht doch. Oh, die Pulente. Was machen die hier? Tun die hier wohl blitzen, hä? Aha. Ich hab's doch gewusst. Ey, dieses Scheibenwaschwasser, das ist leer. Das fuckt mich gerade voll ab. Da denke ich immer, das hat jemand gedrückt, hat zum Aussteigen, ey. Aber das ist ja hier. Ja, kannst gleich anbleiben, Motor. Besser ist das. Dass ich mit 50 fahren darf, ey. Nächste Haltestelle? Stettiner Straße. Ups, ja, passt schon. Aber haarscharf war das gepasst. BP, das waren noch Spritpreise hier. Moment mal. Super bleifrei. 1,43. Davon träumen wir nachts vielleicht. Ups, das war die Kante. Die armen Reifen. Der schöne Bus. Ja, da sind wir doch auch schon gleich da, ne? Das ging ja doch schneller als gedacht. Hab ich so jetzt das Gefühl gehabt, ne? Der Bus, der ist halt einfach geil. Ich weiß nicht. Wie findet ihr den Bus? Schreibt mal in die Kommentare. Ich mag den Bus. Allgemein die New Line Cities. Die sehen einfach Bombe aus. Gut, die Technik, die dahinter steckt, die ist fragwürdig. Über die Start-Stopp-Automatik braucht man ja gar nicht reden. Aber gut. Nur weil es eine Start-Stopp-Automatik ist, können wir das jetzt Efficient Hybrid nennen, ja? So läuft das nicht, Leute, so läuft es nicht. Oh, guck mal, das ist eine SB36. Der fährt uns jetzt hinterher, ja super. Aber wir sind zu früh, eigentlich müssen wir den vorbeilassen, ne? Ja, komm, es ist Omsi, wir lassen den mal vorbei. So, bitte fahren wir vorbei. Danke. Den Auto, das Auto, da kommt. Nein. Ah, verdammt, es ist das vor mir. Nein, ich will nicht, dass es vor mir ist. Ich bremse den Pisser jetzt aus. So. Passt schon. Ups. Oh. Zu viel. Hallo Manfred. Dein Ernst? Okay. Warum nicht? Warum nicht? Nein, nicht ausgehen. Oh, ich wollte gerade losfahren. Verdammt nochmal. Geh an. Für die paar Meter, aber egal. So, jetzt kannst du wieder ausgehen. Halt die Stellbremse bitte, danke. Citaro, auch schöner Bus, ne? Oh. Kollege. Gegenkurs des Gegenkurses. Ja. Warum sind hier 50? Ich wollte gerade sagen, 50 ist Baustelle. Was haben wir hier? Gemeinschaftsschule. Braug. Dabei drückt denn ständig den Kinderwagen-Taster von euch Idioten da hinten. Meine Fresse. Seid ihr alle behindert?
Natürlich, sonst würden sie das nicht drücken. Also absenken. Wobei die Haltestelle ist barrierefrei, da mache ich das nicht. Ja, fahr! Bleib nicht stehen. Komm, Omsi, die paar Meter kannst du wohl noch laden bis zum Endziel. Die Verfrühung hat sich jetzt aber so relativ gehalten, ne? Wir sind jetzt. Die schrumpft jetzt wieder, das ist gut. Wobei kurz vor der Endhaltestelle juckt mich das da auch nicht mehr, wenn wir zu früh sind, ja, also. Na endlich! Eine Fresse! So, jetzt fahren die Idioten eh von uns vorbei, hat sich ja voll gelohnt. Herrlich. Nächste Haltestelle. Reichenberger Straße. Ja, zu spät, Leute. Also, ehrlich. Pech gehabt. Es war Zeit genug zum Drücken. Ja. Ganz ehrlich, da würde ich sogar die Rentner anscheißen, wenn sie im Rollator sitzen. Die hatten Zeit genug zum Drücken, zum Aufstehen, was weiß ich. Und wenn sie dann sich beschweren, sie haben mich nicht rausgelassen. Dann drück doch er, du blöde Schrulle, ja. Also würde ich denken, sagen würde ich es vielleicht nicht, aber denk mich schon. Ja. Das ist mir dann scheißegal. Na ehrlich, wir standen an einer roten Ampel, ja. Wobei, nee. Egal, es war Baustelle, aber 30, da war trotzdem Zeit genug. Oh, dieser Motor fuckt mich ab, jetzt bleibt doch an. Junge. Kärntnerring. So, ziemlich viele Benzer hier heute, ne? Gefällt mir. Er fährt halt in die Autos rein. Sogar einer von der Borgestra, das ist gar nicht westliche. Sieh mal an. Raus, genau. Warum gibt es keine Ansicht für die Spiegel oben? Ist doch kacke. Umweltzone, schon wieder. Nächste Haltestelle. Gelsenkirchen, Burra Straße. Oh, brems. Oh mein Gott. Das ist eine U-Bahn. Und ich glaube sogar, dass es typisch ist bei der Westlichen, dass sie keine richtigen Endstationsansagen haben. Deswegen, falls ihr euch fragt, Endstationenansage gibt's nicht. Oh, leck mich. Gibt's nicht. Gab's nie, glaube ich. Weiß nicht, wie das heute ist. Falls wir Wessis haben, die hier zuschauen und mit der Westlichen unterwegs sind, so in dem Bereich hier, die können wir doch gerne mal sagen, ob diese Endstationsrichtige haben. Endstationsansagen. Bukestra hat es. In dem Preview-Video konnte man das hören, aber hier nicht. Hier haben sie es nicht. Soll realistisch sein.
sondern durch die Verfrühung haben wir doch mehr Pause, als wir sollten. Das ist doch schön. Seht ihr? Bei dem Bus hätte ich mir gerne nochmal ordentliche Elektrotüren gewünscht, aber gut. Jeder wie er will. Die U-Bahn fährt los. Ins Nix. Oder? Nee. Doch, ins Nix. Geil. Plopp. Ich liebe dieses Spiel. Gut. Umgeschildert hat er auch schon. Das ist interessant, ja. Ich kenne mich mit der Kasse halt kaum aus. Ja, super. So viel dazu. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Uns doch gerne mal ein Feedback da. Und natürlich oft auf der Webseite dem Work in Progress natürlich auch mal ein Feedback da lassen. Würde mich sehr freuen. Schön. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Haut rein. Und auf Wiedersehen. Tschüss.